Hallo, mein Name ist Luca. Meine Damen und Herren, mein absoluter Lieblingssender, RTL, die haben eine neue Serie am Start. Und diese Serie trägt den Namen Temptation Island. Bei der Serie geht es darum, dass einige Pärchen auf eine Insel fahren. Und auf dieser Insel warten verschiedene Model-Männer und Frauen. Und die Leute, die auf dieser Insel fahren, also diese Pärchen, testen quasi ihre Beziehung. Und gucken, wer am längsten aushalten kann, ohne fremd zu gehen. Wenn ich mal so drüber nachdenke, ist es echt hart gestört. Auf jeden Fall schauen wir uns hier heute die erste Folge an und ich würde sagen, ich klicke einfach mal direkt auf Play. Temptation Island. Die Insel der Versuchung. Ich frag mich einfach, wie RTL jedes Mal sich ein neues Konzept überlegt. Vier Paare wollen ihre Liebe testen. Hat da gerade einer Liebe geflüstert? Es hat noch nicht mal angefangen und die bricht schon in Tränen aus. Dafür trennen sie sich für 2 Wochen. Aha, okay. Ich dachte, die sind zusammen unterwegs, aber anscheinend trennen die sich dann sogar für 2 Wochen. Heiße Verführer und sexy Verführerinnen werden ihnen die Zeit. Da waren gerade Brüste. Musste ich gerade dann zensieren, aber hä? Das läuft doch im Fernsehen, Alter. Wie können die denn um 20.15 Uhr da Brüste direkt im Intro zeigen? Nur am Lagerfeuer können die Vergebenen sehen, was ihre Partner in der anderen Villa erleben. Ey, das ist ja irre. Man will einen Mann mehr. Das war wieder klar. Klar würde ich hier jemanden draufballern. Im Endeffekt verarscht er dich. Ich bin eher so ein Typ, der sehr viel Sex hat. Ey, sorry. Da sind ja wieder die Holzköpfe aus dem Wald direkt dahin geflogen worden. Ich bin eher so ein Typ, der sehr viel Sex hat. Alter, sorry, da habe ich mir bei dem Schild mehr Mühe gegeben, Alter, als die bei ihrem ganzen Leben wahrscheinlich bisher. Dafür, dass ich in den letzten Videos überhaupt immer den Inhalt des Videos auf dieses Schild da hinten geschrieben habe, würde ich sagen, lass dir schon mal direkt ein Like bei diesem Video hier da, oder? Bitte? Wer bleibt zusammen? Also, sorry. Überhaupt nichts gegen dich persönlich, ich kenne dich nicht, aber so wie du aussiehst, echt natürliche Schönheit. Herzlich willkommen auf Temptation Island. Ja, moin. Unsere 4 Temptation Island Paare. Ah, okay, die Paare sind angekommen. Tiana und Fabian. Ich arbeite als Model und als Tennistrainer. Das war ja wieder so klar. Auch, dass diese Szene kommt, ne? Das war auch klar. Wisst ihr was? Wir überspringen die Vorstellung von den Paaren. Die sind ja eh irgendwie alle ein bisschen plemplem in der Birne. Beziehungsweise können wir uns die Paare ja auch einmal kurz auf der Website hier von RTL anschauen. Wir haben einmal Christina Dimitrio und Salvatore Fassallo. Also sind die zwei hier. Ach, das war unsere natürliche Schönheit. Paar Nummer 2, die sich auf die Insel traut, sind Lena Sciviora und Robin Riebling. Ich glaube, die beiden, die könnten es schaffen, da durchzukommen. Allein, dass ich sage, die könnten es schaffen, da durchzukommen. Müssen einfach nur 2 Wochen nicht mit wem anders schlafen. Was müssen sich Aliens denken, wenn sie plötzlich auf dem Mars irgendwie TV-Empfang haben und dann läuft Temptation Island im Fernsehen? Also, ich glaube, die würden unseren Planeten direkt in die Luft jagen. Das dritte Paar, das dabei ist, besteht aus Lisa Sauer und Janis Scotti. Ja, hoffe ich, dass Lisa nicht sauer wird. Ey, sorry, aber die sehen ein bisschen aus wie Mutter und Sohn. Und das vierte und letzte Pärchen, das seine Beziehung testet auf der Temptation-Insel, besteht aus Ciania Rubi und Fabian Nickel. Das sind die beiden hier. Okay. Er sagt ja selber, dass er sehr glücklich ist mit mir und ich weiß, dass er das niemals kaputt machen würde. Ja, das werden wir ja dann sehen. Christina und Salvatore, bei euch ist es ja wirklich ein großes Thema, was Eifersucht und Vertrauen angeht. Christina, vertraust du Salvatore? Halb, halb. Sorry, die sind gerade erst angekommen und sie sagt schon, dass sie ihm nicht vertraut. Wie soll denn das enden für, wie heißen die nochmal? Sibylle und Klaus. Er hat schon mal das ein oder andere auch mal schon gemacht, deswegen ist es für mich auf jeden Fall eine riesengroße Herausforderung.
Klaus? Du bist schon mehrmals fremdgegangen. Also ich meine, Fremdgehen ist so das Schlimmste, was du einer Beziehung antun kannst. Und ich finde, wenn man ein Mädchen oder eine Frau, hier in dem Fall, die Sibylle ist ja anscheinend schon ein bisschen älter, Fremdgehen ist somit das Schlimmste, was in einer Beziehung vorgehen kann. Und sie sagt hier schon, ja, du, der Klaus, der ist schon oft fremdgegangen. Da der ja schon so oft fremdgegangen ist, dachte ich, wir fahren mal nochmal hier hin, dann kann der ja noch öfter fremdgehen. Beste Idee ever! Ich hab ihn gestalkt, weil ich mir so unsicher war. Und deswegen habe ich auch keinen Zugang mehr auf sein Profil. Mal ganz kurz. Die Sibylle hat den Klaus gestalkt, weil sie kein Vertrauen hatte. Und jetzt hat sie keinen Zugriff mehr auf sein Profil. An alle Zuschauer hier, die in einer Beziehung sind, hat euer Partner Zugriff auf euer Instagram-Profil, YouTube-Account, WhatsApp? Also Jule bei mir nicht, aber die Sibylle, die tickt da wohl ein bisschen anders. Obwohl ich mich ehrlich gesagt frage, ob bei der überhaupt irgendwas tickt. Ach, eine Werbung. Ja, komm, gib ihm RTL. Das Gefühl, dass etwas Großes auf uns wartet. Ja, hier. Meine Ängste sind, dass er mir fremd geht. Was anderes kann doch auch nicht passieren. Oh mein Gott, Alter, die Gehirnzellen von den beiden gehen noch ins Negative. Es ist ja lange nicht verboten oder sowas, ne? Hat der Klaus gerade gesagt, dass Fremdgehen ja nicht verboten ist? Also das ist wirklich das Pärchen, da wird es, glaube ich, am meisten abgehen. Ganz kurze Anmerkung eben. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass wir die Pärchenvorstellung überspringen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, dass wir auf jeden Fall auf diese zwei Dumpfnasen hier reagieren müssen. Und jetzt geht's weiter. Okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass die zusammen sind. Jetzt werden die zusammen auseinander in die verschiedenen Häuser gepackt. Anfassen ist ab jetzt nicht mehr erlaubt und es wird schnell ernst. Hier kommen ihre neuen Mitbewohner ganz. Oh! Die werden doch so nicht einzeln in die Villen gepackt, sondern die Paare sitzen sich jetzt gegenüber mit irgendwie 20 Meter Abstand und jetzt kommen die Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt auf die Reaktionen. Das ist richtig krass gerade, ne? Also die Frauen sind heiß. Das sind jetzt auch die Frauen mit. Der Klaus! Ich hab's gesagt! Ich gebe dem Klaus 10 Minuten! Bei den Frauen ist auf jeden Fall Konkurrenzpotenzial da. Ihr werdet alle genauer kennenlernen dürfen, aber ihr dürft euch jetzt schon mal jeder eine Frau aussuchen. Was? Also. Was? Das ist mal ganz kurz an die Frauen, die dort gesagt haben, hey, ich will bei Temptation Island als sexy, verführerisches Model mitmachen. Was haltet ihr denn von euch? Irgendjemand darf sich euch aussuchen und ihr werdet einfach als Objekt abgestempelt von wegen, hey, du gehst jetzt zu dem, der hat sich für dich entschieden. Alter, in was für einem Jahr leben wir? Zudem zerstören diese Singles halt auch einfach noch Beziehungen. Also Glückwunsch an euch, ihr seid moralisch gesehen echt ziemlich abstoßen. Wen findest du auf den ersten Blick am hottesten? Männer haben viele Geschmäcker. Also es kann sein, dass er sie auch gut findet, aber er liebt mich und da mache ich mir keinen. Sorry, aber sie ist ja viel, 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 viel hübscher, so wie ich das jetzt mal als, ne, objektiv, so, ne? Ich finde sie auf jeden Fall viel, viel hübscher als sie, für die er sich entschieden hat. Ich denke, dass ich mit ihr Spaß haben werden kann und das freut mich. Ich denke, dass ich mit ihr Spaß haben werden kann. Die zweite von links im weißen Kleid. Das ist seine Freundin. Und das ist die, für die er sich entschieden hat, Alter. Die sehen genau gleich aus. Ich sehe zwar wie ein Engelchen aus, aber ich kann auch ganz anders. Alles klar. Ganz rechts. Vielleicht ist es einfach nicht mein Geschmack, aber die sieht aus wie 40 oder so. Hi, ich bin Anastasia. Ich komme aus der Ukraine und bin 30 Jahre alt. Ey, auf was lasse ich mich denn hier jedes Mal ein? Jeder von euch darf sich jetzt eine Blumenkette nehmen und dem Mann um den Hals hängen, den ihr am besten im Moment findet. Also das ist ja wirklich in dem Konzept drin nochmal 10 Konzepte irgendwie. Also Hut ab RTL. Die Sache hat jetzt allerdings nur einen Haken, denn eure Frauen dürfen sich eine Single Lady rauspicken, die geblockt wird. Und wieder ein Konzept im Konzept im Konzept im Konzept im Konzept. Im Konzept. Im Konzept. Anastasia. Okay.
Klaus, ey, du tust mir echt ein bisschen leid jetzt. Fabian, wir fangen wieder mit dir an. Nimm bitte eine Blumenkette und häng sie der Frau um, mit der du dein erstes Date alleine verbringen möchtest. Digga, das ist wieder so eine Konzeptscheiße, Mann. Ich will einfach jetzt mal diese Männermodels sehen. Aha. Okay, laufen jetzt die Männer rein. Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Boah. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich jetzt hier vier Ketten bekommen habe. Was? Also, dass sie nur eine bekommen hat, das hätte ich auch schon vorher sagen können. Die hat halt einen IQ wie so ein Straßenschild. Aber dass sie hier die meisten bekommen hat, hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, safe, sie kriegt 5 oder 6. Sibylle. Man hat gesehen, ich habe leider nur eine Kette bekommen. Da siehst du ja auch so, haben die Interesse, finden die dich attraktiv oder nicht. Aber das stört mich gar nicht, weil ich weiß ja auch so, dass ich ganz gut bei den Männern ankomme. Ja, geil! Oh! Eure Männer. Oh! Kapitel 2. Wie bereits gesagt, ist die erste Folge von Temptation Island gestern erst rausgekommen. Von daher habe ich mir direkt gedacht, komm, ich reagiere direkt auf die erste Folge hier und dachte, wie, hey, wieso geht die erste Folge nur 23 Minuten? Ist ja chillig, wenn die nur so kurz geht, dann reagiere ich da halt eben schnell drauf. Die erste Folge ist in 4 Kapitel unterteilt, a 24 Minuten. Also die komplette erste Folge Temptation Island geht 100 Minuten und ich kann nicht in einem ganzen Video auf 100 Minuten Videomaterial von RTL reagieren. Ich bin jetzt schon bei fast einer Stunde Reaction-Time hier gerade, von daher würde ich die heutige Folge an der Stelle jetzt auch beenden. Wenn euch meine Reaction hier auf diese neue RTL-Serie namens Temptation Island gefallen hat und ihr wollt, dass ich davon noch einen zweiten Teil hochlade, eine zweite Reaction auf eventuell Folge 2 oder auf den Rest von Folge 1, dann lasst einen Daumen hoch bei diesem Video hier da. Schreibt mir unten in die Kommentare, von wem ihr denkt, von allen Männern und Frauen, wer wird als erstes fremdgehen und jetzt kommt das Outro.